Wie oft wechselst du deine Bettwäsche? Ostern und Weihnachten? Oder machst du es viermal im Jahr? Dana Neumann von www.futurezone.de ist am 3. Juli dieser Frage nachgegangen. Wann und wie oft man die Bettwäsche eigentlich tauschen und reinigen sollte, ist eine der Fragen. Und sie ist dahinter gekommen, dass laut der Forschung sich eine bestimmte Gewohnheit, vor allen Dingen auch bei diesen aktuellen Temperaturen, naja, wir haben auch nur 25 Grad oder so, angebracht wären. Also aktuell steigen die Temperaturen wieder, was es nachts nicht nur schwerer macht zu schlafen. Gleichzeitig schwitzt du nämlich mehr, was jede Menge Rückstände an Flüssigkeit, Hautresten und Dreck in Laken, Kissen und Co. bedeutet. Wie oft du deine Bettwäsche waschen solltest, ist daher gerade jetzt noch viel wichtiger, wenn es um Gesundheit und Hygiene geht. Naja, wollen wir mal gucken. Wie oft Bettwäsche gewaschen werden soll und was die Wissenschaft dazu meint. Der Deutsche Textilvereinigungs- oder Textilreinigungsverband E.V. empfiehlt Bettwaren wie Decken und Kissen gründlich nass zu reinigen, je nach Möglichkeit am besten ein bis zweimal im Jahr. Ja, auf jeden Fall vom Winter und auf jeden Fall, wenn der Winter vorbei ist. Und wenn du die Möglichkeit hast, empfehle ich, schmeiß es einfach, das geht bei meiner Wäsche, ich mache es auch mit Wollwäsche, ich mache es einfach mit allem, in die Waschmaschine rein. Ich wasche auch, wenn es Wolle ist, mit kaltem Programm. Ansonsten habe ich auch meistens nur 30, 40 Grad, weil mehr vertragen die Sachen sowieso nicht. Und wenn du die Möglichkeit hast, ich tue sowas nicht in den Trockner, wobei man sagte, man soll das bei Federkissen machen. Ich habe aber keinen Wäschetrockner, also kommt sowas bei mir nicht in den Wäschetrockner. Wobei für ein Federkissen wäre echt gut, aber nur um drei, vier Federkissen im Jahr zu trocknen, ein Wäschetrockner ist ja ein bisschen unnütz. Und Federkissen dürfen sowieso auch nicht in die pralle Sonne. Die dürfen nicht in der Sonne liegen, weil das für die Federn insgesamt nicht gut ist. Ansonsten hänge ich meine Wäsche draußen auf und dann wird sie auch sehr schnell und zügig trocken. Bei Laken und Bezügen sieht es dann natürlich anders aus und hier unterscheiden sich jetzt auch die Empfehlungen. Eine Art goldene Regel lautet, die Textilien sind alle 2 Wochen zu wechseln, also die Bettwäsche sollte man alle 2 Wochen wechseln. Geht es nach der Wissenschaft, reicht das aber nicht aus. Mediziner raten dazu, einmal pro Woche die Bettwäsche zu waschen. Naja, was ich sagen kann, ist, wenn man krank war oder wenn man einen Kranken hat, dann ist sowieso sofort die Wäsche zu wechseln. Also wenn man wieder gesund ist und wenn man einen Kranken hat, der länger krank ist und der jede Nacht stark schwitzt oder auch über Tag, dann muss man das auch jeden Tag einmal und im Notfall sogar zweimal am Tag machen. Ich weiß, es ist ein bisschen Arbeit, aber der soll sich auch wohlfühlen und vor allen Dingen auch gesund werden. Die Dermatologin und Keimexpertin Dr. Annie Gonzalez zum Beispiel hält es für sinnvoll, die ganzen Bettsachen, also Bettwäsche, Bettlaken, alle 7 Tage, also praktisch einmal in der Woche zu waschen, um den ganzen darin enthaltenen Dreck zu entfernen. Naja, die Möglichkeit, um bestmöglich einen enthaltenen Dreck zu entfernen. Schon eine komische Formulierung, weil ich davon ausgehe, wenn ich das schön in die Maschine tue, die nicht überfüllt ist und viel Wasser reingeht, dass sowieso sauber wird und wenn man dann am Ende statt Weichspüler Zitrone sage ich schon, zum Beispiel Essigessenz reintut, was man sowieso macht, statt Weichspüler, dann ist das Ganze sowieso gegessen. Ja, was dazu, weil wir gerade bei der Sache sind und ich meines Erachtens das hier nicht drin gelesen habe. Wir reden zwar vom Bettwäsche wechseln, was man auch machen soll. Gut, das wird ich jetzt nicht jede Woche machen, aber alle 14 Tage oder alle 4 Wochen wird das, also spätestens alle 4 Wochen beim Wäschewechsel. Man saugt die Matratzen ab, man hebt sie hoch, macht das Lattenrost sauber, hebt das auch nochmal ab und macht auch die ganzen Umrandungen und
unter dem Bett alles picobello sauber. Die Matratze dreht man dann auch um und nicht nur von der linken auf die rechte Seite, sondern das Kopfende wird zum Fußende. Also liegt man dann in den nächsten 2, 3, 4 Wochen mit dem Kopf auf dem ehemaligen Fußende. Warum macht man das? Weil so die Matratze wieder anders ausgelegen wird. Ich weiß, viele sagen, es ist nicht notwendig und so weiter. Es ist aber etwas, was seit ewigen Zeiten gemacht wird. Und meine Erfahrung geht auch dahin, dass die Matratzen dann einfach länger und besser halten und nicht so schnell ausgelegen sind. Jetzt kommen ganz viele Einwendungen. Ich kenne die vielen Einwendungen. Ich sage das, was ich mache, und das hat sich auch sehr gut bewährt. So, dann gucken wir mal. Ja, und dann haben wir ja auch noch so einen Dr. Philipp Tiano an einer Schule in New York. Und er geht sogar so wie einen Schritt weiter und macht diese Routine davon abhängig, ob ein Matratzenbezug vorhanden ist. Matratzenbezug ist ja etwas ganz Tolles, ne? So ein Matratzenbezug, der ist mit dem Reißverschluss um die Matratze festgemacht. Und das heißt, man kann dann diesen Bezug abmachen und einzeln waschen. Das finde ich sowas von genial. Also ich habe sowas. Und das hilft sogar noch besser. Also da habe ich dann wirklich nachher, wenn ich dann den Bezug abmache, man fängt den Schaumstoff, den man dann da sieht. Da kann man auch wieder drüber diskutieren, aber dann kann man sogar die Matratze in meinen Augen noch besser reinigen. Gibt es keine zusätzliche Barriere zwischen Laken und Matratze, ist die wöchentliche Routine seiner Ansicht nach unerlässlich. In solchen Fällen sammelt die Matratze nämlich durch das ungehinderte Durchsicken vermehrt Flüssigkeiten, Fette und Schuppen an. Eine Abdeckung verhindert dies dagegen und erlaubt eine nur zweiwöchentliche Reinigung der Bettwäsche. Und man kann ja auch dazwischen noch was hinlegen. Deutschland, so oft waschen wir hierzulande unsere Bettwäsche. Die Umfrage aus dem Jahr 2016. Die meisten Bundesbürger sagten, dass sie andere Routinen haben. Demnach antworteten nur 14% der Befragten mit öfters als alle 2 Wochen auf die Frage, wie oft sie ihre Bettwäsche waschen. Immerhin 32% gaben eine Regelmäßigkeit von 14 Tagen an. Das heißt, wir wären immerhin bei 46% demnach. 15% alle 3 Wochen, alle 5 Wochen 3%, 6 und 8 Wochen und mehr 8%. Fett, Schweiß und Milben, all das sammelt sich in deiner Bettwäsche. Und spätestens, wenn dein Kopf anfängt zu jucken oder du das Gefühl hast, dass in der Nacht irgendwelche Fischis über dich krabbeln, dann solltest du mal alles sauber machen. Dass du Bezüge, Laken und Co. regelmäßig reinigen solltest, ist ja logisch. So, du musst dir mal überlegen, was sich da alles ansammelt. Also innerhalb eines Jahres verliert ein Mensch ungefähr 180 Liter an Flüssigkeit, die er natürlich dann auch durch Wassertrinken wieder auffüllen muss. Ihr müsst ja jeden Morgen eure verlorene Flüssigkeit wieder auffüllen. Die hat sich schon mal in der Matratze, in den Bettdecken, im Bettlaken und so weiter abgelagert. Und auch natürlich in der Bettwäsche. Dazu kommen Fette und Hautschuppen. Ne, Fette, auch wenn ihr euch einschmiert zum Beispiel, bevor ihr ins Bett geht, dann macht ihr eure Bettwäsche ja auch dreckig. Von denen sich wiederum die Milben sehr gerne ernähren. Diese wohnen nicht nur in deinem Schlafgemach, sondern hinterlassen auch noch ihren eigenen Dreck. Ist klar, die müssen ja auch ausscheiden. Bis zu 10.000 der Spinnentiere können sich in einem verunreinigten Bett tummeln. Bettdecken und Kissen sind perfekt für Pilze und Bakterien. Neben Hausstaubmilben können sich in deinem Bett aber auch andere Parasiten einfinden. So bilden Feuchtigkeit und Wärme ein perfektes Klima für Bakterien und Pilze.
Einer Studie zufolge fanden Forscher, wo bin ich denn jetzt, des University Hospitals of South Manchester heraus, dass vor allem Federkissen und synthetische Kissen für eine schnelle Ausbreitung sorgen. Nach anderthalb Jahren lebten bereits durchschnittlich 4 und nach 20 Jahren etwa 17 Pilzarten in der Bettwäsche. Das ist halt auch der Grund, warum ich keine Federkissen unbedingt mag, nur wenn sie neu sind und die anderen kann ich waschen. Wie oft Bettwäsche waschen? Diese Personen sollten es häufiger tun. Also wenn wir Kleinkinder haben, kranke und ältere Menschen, kann es laut der deutschen Textilreinigungsindustrie, sagen wir mal, gefährlich werden. Eine Hausstauballergie kann die Folge sein, die sich durch Niesen und Hautausschlag bemerkbar macht. Aber auch immungeschwächte Menschen und an Atemwegserkrankungen wie Asthma können bei langzeitigem Kontakt gesundheitliche Probleme erhalten. Empfohlen wird eine regelmäßige Reinigung und darüber hinaus auch anderen speziellen Personengruppen, weil sie mehr Rückstände hinterlassen als andere. Dazu gehören Menschen mit Hautproblemen wie Ausschlag oder Akne, die übermäßig Speichelfluss beim Schlafen haben, wo die Tiere regelmäßig ins Bett reingehen, die vor dem Schlafen nicht duschen, die nackt schlafen, die im Bett essen, die stark schwitzen, die Asthma oder Allergien haben, die viel rauchen. Oder auch die Menschen, die den ganzen Tag im Bett verbringen. Also jetzt können wir auch noch 3 Fehler machen, die wir beim Bettwäsche waschen machen können. Die Bettwäsche wird zu heiß gewaschen. Es ist ein Trugschluss, dass du Bettwäsche bei mindestens 60 Grad waschen musst, um alle Keime abzutöten. Moderne Waschmaschinen schaffen dies bereits bei niedrigeren Temperaturen. Das falsche Waschmittel. Nicht jede Bettwäsche braucht dasselbe Waschmittel. Bei weißen Textilien empfiehlt sich beispielsweise ein Vollwaschmittel, um einen Grauschleier zu vermeiden. Bunte oder gemusterte Stoffe würden dadurch jedoch verblassen. Deswegen ist das Farbwaschmittel dann die bessere Auswahl. Ja, ich bin mittlerweile so weit, dass ich gar nichts mehr reintue, außer am Ende halt die Essigessenz. Und ich wasche meine Bettwäsche, wenn das also wirklich Kochwäsche ist, also wenn das weiße Wäsche ist, wirklich auch auf 90 Grad. Und ansonsten schwöre ich auch bei 30, 40 Grad rum. Ihr kommt auch jetzt keinen Weichspüler benutzen. Gerade für die Saugfähigkeit deiner Bettwäsche ist es sehr wichtig, auf Weichspüler zu verzichten. Dieser verklebt nämlich Fasern, aber auch bei Baumwolle ist er nicht zu empfehlen. Und wenn das so da steht, dann würde ich auch überlegen, muss es dann auch in der Kleidung sein? Auch gerade Weichspüler sorgt für Allergien, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Bettwäsche richtig waschen, Anleitung. Ja, und das ist was sehr Gutes. Und zwar, die Bettwäsche wird immer auf der linken Seite gewaschen. Das heißt, wenn du also abziehst, hast du es sowieso auf der linken Seite schon. Da lässt es auch. Machst unten entweder die Knöpfe oder den Reißverschluss zu, je nachdem, was du schon hast. Und dann musst du dann die Wäsche waschen. So, jetzt kannst du aber nicht schwarze, hellgrüne und weiße Bettwäsche in eine Maschine tun, was logisch ist. Die einzige, die dann farblich wahrscheinlich gut rauskommen wird, der die schwarze Bettwäsche. Also muss schon die Wäsche so waschen, dass die Farben ungefähr zusammenpassen. Alle diese Vorkehrungen sollen Beschädigungen am Stoff oder einen Abrieb des aufgedruckten Motivs verhindern und auch die Leuchtkraft der Farben bewahren. Um deine Bettwäsche anschließend gründlich zu reinigen, reichen in der Regel Temperaturen bis zu 60 Grad. Diese empfehlen sich vor allem für Allergiker, denn sie töten Hausstaubmilben bestmöglich ab.
Dafür sind allerdings mehr als 30 Minuten bei 60 Grad notwendig. Optimale Verschmutzung. Ah nein, ich komme jetzt noch hier auf die links gedrehte Bettwäsche. Die bleibt auch links gedreht. Ihr bügelt die ja. Normalerweise bügelt man Bettwäsche, lasst die Wäsche links gedreht. Und dann seid ihr direkt beim Beziehen in der richtigen Richtung und ihr seid auch schneller mit dem Bettbeziehen fertig. Sieht vielleicht im Schrank nicht gerade so schön aus wie umgedrehte Bettwäsche, aber ihr spart damit Zeit. Das wird zum Beispiel im Hotel so gemacht. Optimale Temperaturen je nach Verschmutzungsgrad, also bei 30 Grad, aus hygienischen Aspekten nicht zu empfehlen. Bakterien und Keime können sich dann sogar vermehren. Ist die Bettwäsche aus Mikrofaser oder bedruckt, sind 30 Grad allerdings oft notwendig, um den Farbverlust zu vermeiden. Naja gut, man kann auch 40 nehmen. Bei 40 Grad ist die Verschmutzung eher leicht bis normal, dann reichen 40 Grad. Bei 60 Grad, das hatten wir schon, um Keimen und Bakterien wirklich keine Chance zu lassen. Schon beim Kauf solltest du aber am besten darauf achten, dass diese Temperaturen nicht zu Schäden führen. Und dann Bettwäsche bei 90 Grad. Das gibt es mit Textilien, die nicht gefärbt sind oder aus Leinen sind. Und ich kenne den Unterschied. Ich habe Baumwollbettwäsche hier in Mikrofaser. Also Mikrofaser finde ich total schön im Winter. Und ich habe Leinenbettwäsche. Ja, Leinen ist das. Und das schönste Gefühl für mich, vor allen Dingen jetzt auch im Sommer, ist wirklich die Leinenbettwäsche. Kostet vielleicht ein bisschen mehr, aber ihr habt ein viel schöneres Gefühl. Man kann auch besser drin schlafen um diese Jahreszeit. Ja, also die vertragen auch problemlos ihre 90 Grad. Nötig ist dies allerdings nicht, denn 60 Grad sind auch bereits wieder ausreichend. Naja, 90 Grad machen wir auch nicht immer. Aber wenn jemand richtig schwer krank war und der lag also Gott sei Dank dann rein zufällig in Leinwäsche, der kriegt dann also auch, dann kriegt die Wäsche immer 90 Grad bei mir ab, egal was ist. Und am Ende halt die Zitronen. Also sage ich schon, die Essigessenz. So, Baumwolle verträgt 60 Grad. Und kann auch, wenn sie weiß ist, bis 95 Grad gewaschen werden. Mikrofaser maximal 60 Grad, Leinen 40 Grad, ein Schonprogramm und mit niedriger Umdrehungszahl. Ich halte mich nicht dran, wie immer. Satinwäsche 40 Grad, ich denke auch, dass man da gut drin schwitzen könnte. Und Seidenwäsche. Definitiv nicht wärmer als 30 Grad, vielleicht eher Kaltwaschmittel und kein Feinwaschmittel, sondern in dem Fall auch wirklich Seidenwaschmittel. So, Tipp. Achte vor dem Waschgang dennoch immer auf die Pflegehinweise von Laken und Co. Für keimfreies Waschen kannst du übrigens noch entsprechendes Desinfektionswaschmittel hinzugeben. Und das lass dir bitte raus. Nehmt die Essigessenz und es wirkt. Ihr müsst auch an eure eigene Gesundheit denken, wenn ihr solche Sachen überhaupt reintut. Aber dazu ein anderes Mal. Ich hatte schon mal einen Beitrag gemacht, dass ich zum Beispiel mit Efeublättern meine Wäsche wasche. Und das kann man auch mit der Bettwäsche machen. Geht bis 60 Grad, wärmer würde ich es nicht machen. Bettwäsche oft, aber umweltschonend waschen, verzichte auf die Vorwäsche. Dies ist nur dann nötig, wenn Bettbezug, Laken und Co. wirklich hartnäckige Verschmutzung aufweisen. Wasche die Bettwäsche erst dann, wenn insgesamt genug Wäsche vorhanden ist, um die Trommel zu füllen. Das würde ich noch nicht mal aus umweltschonenden Gründen machen, da würde ich eher an mein Portemonnaie denken. Weil du verbrauchst Wasser, du verbrauchst Strom. Und ja, und es macht vielleicht noch zusätzliche Arbeit. Hast du natürlich nichts, kannst du dann noch deine, wenn es farblich passt, deine Handtücher reintun. Lasse die Bettwäsche an der Luft trocknen, anstatt im Trockner. Diese verbraucht noch einmal zusätzlich Strom und auch viel Strom. Kissen und Bettdecken waschen.
Also da sagt man, dass man das generell zweimal im Jahr macht. Und da müsst ihr auch wieder darauf achten, was drauf steht. Wenn ihr große Decken habt und ihr habt keine Waschmaschine dafür, dann bringt ihr die entweder zur Reinigung, zur chemischen Reinigung oder in den Waschsalons. Da gibt es auch große Waschmaschinen, da kann man es auch reintun. Daunendecken sollen nicht übermäßig gequetscht werden und daher immer eine Reinigung abgeben. Ja, es gibt extra Maschinen dafür und das sollte ich dann auch wirklich machen bei Daunen. Da gibt es auch Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Bettwaren aus Seide oder Tierhaar verfügen dagegen wegen ihrer natürlichen Faser über einen Selbstreinigungseffekt und brauchen weniger Pflege. Ist hier einmal die Außenhülle dreckig, empfiehlt sich ebenfalls der Gang zur Reinigung. Also wie gesagt, ich mache es dann im Wollwaschgang und geht auch. Die Matratze waschen, also das ist eine Frage. Also man kann, je nachdem, was man für eine Matratze hat, dann kann man halt den Bezug abmachen. Ich habe eine Freundin, die macht das anders, sie nimmt einen Hochdruckreiniger und macht das dann sauber. Den Matratzenbezug, sie empfehlen ja einmal im Jahr den Matratzenbezug zu waschen. Also wie gesagt, entweder hat man was von der Matratze von selbst diesen Bezug oder man kann ja nochmal einen Bezug extra drauf tun. Und diesen Bezug, den man extra drauf tut, den würde ich also spätestens alle 3 bis 4 Monate waschen. Ja, und die haben dann auch meistens 60 Grad und das funktioniert ganz gut. Also man merkt das auch, wenn man es gewaschen hat. Was ist jetzt auch noch wichtig?